Einschülerin fragte mich vor 2 Wochen, sie würde interessieren, welche Potenz und wie oft und in welchen Abständen wir ein homöopathisches Mittel verabreichen können, und zwar nicht Akutmittel, sondern die Konstitutionsmittel. Gut, einmal muss ich natürlich sagen, ach, da ist sie da. Einmal muss ich natürlich sagen, dass wir in einer prozessorientierten Homöopathie keine Konstitutionsmittel benutzen, weil der Gedanke des Konstitutionsmittels ist nicht prozessorientiert, es ist eher dem Prozess entgegengesetzt. Konstitutionshomöopathie bedeutet, dass es Homöopathen gibt, die davon überzeugt sind, dass ein Mensch eine Mittel zugeordnet ist, und wenn sie glauben, das gefunden zu haben, geben sie ihm das 5 Jahre lang. Potenzen hoch, Potenzen runter, und ich muss etwas polemisch sagen, manchmal egal, was passiert. Ich erlebe natürlich nur die Patienten von solchen Homöopathen, wo nach 5 Jahren Pulsatilla nichts passiert ist. Die, bei denen es geholfen hat, die erlebe ich natürlich nicht. Die wird es wahrscheinlich ja auch geben, weil diese Konstitutionshomöopathen haben auch große Schulen, haben auch große Zentren, und wenn die nur immer alle erfolglos wären, dann hätten sie die großen Schulen und großen Zentren nicht. Ich habe noch nie erlebt, noch nie in 35 Jahren Homöopathie, dass ein Mensch nur ein Mittel brauchte. Habe ich noch nie erlebt. Und wer auch dem Gedanken des Prozesses entgegengesetzt. Wenn wir ein Mittel einsetzen, um den Patienten in seinem Prozess zu Freiheit und Heilung und Glückseligkeit und reinem Licht voranzuhelfen, und dazu zählen für mich auch akute Mittel, weil auch das akute Geschehen ist Teil des Prozesses. Also ich unterscheide da eigentlich nicht mehr zwischen einem Mittel, was sich jetzt an eine tiefe seelische Ebene wendet, oder ein Schnupfen. Das ist für mich alles Prozess. Dann würde ich Menschen, die damit anfangen, weil man kann auch Verleugnung betreiben, indem man selbst Arzneien nicht lega artis nimmt, um sich im Grunde die Erfahrung von Heilung vorzuenthalten und zu verleugnen. Es gibt Leute, die behandeln sich unbewusst, bewusst so falsch, dass sie keine Heilung erleben. Weil wenn sie Heilung erleben würden, wäre das ja bedrohlich, weil glücklich, und glücklich darf ich nicht sein, weil wenn ich glücklich bin, passiert mir was ganz Schreckliches. Das heißt, ich empfehle allen Leuten, die anfangen, Homöopathie zu betreiben, alle, ob akut oder chronisch, sich an, wo hängt denn unser Meister jetzt? Hallo? Da! Sich wirklich an den Mann zu halten, der diese Methode erfunden hat, beschrieben hat und die kein anderer wissenschaftlich erforscht hat. Haltet euch einfach an diesen Mann und macht es ihm nach, und macht es ihm relativ genau nach. Dieser Mann hat, egal ob chronisch oder akut, das Mittel, was er verabreicht hat, in der Q1 genommen, in einem Fläschchen mit Wasser plus Kohle oder Alkohol aufgelöst und hat dem Patienten davon ein Löffelchen bei guter Wirkung mehrere Löffelchen täglich gegeben. Wir haben das ein bisschen modifiziert und sind auf Tropfen umgestiegen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, ob jemand ein Löffelchen nimmt oder einen Tropfen nimmt, die Geschichte ist das Gleiche. Also ich empfehle allen, weil es ist die verleugnungsfreiste Art, Homöopathie anzuwenden. Und in euch allen steckt irgendwo ein Verleugner, auch in mir noch. Weil Vamos hat mal gesagt, es gab noch keinen Menschen auf diesem Planeten, selbst Christus nicht, der völlig verleugnungsfrei war. Aber die verleugnungsfreiste Form, die ich kenne und die Hahnemann gerade zum Ende seiner Arbeit eingesetzt hat, war die Anwendung von Q- oder LM-Potenzen. Ist eigentlich das Gleiche. Also wenn ihr ein Mittel gebt, ob für den chronischen Prozess, ach du
mein Steiß dankt es dir ewig. Das ist Liebe für den alternden Lehrer. Wenn ihr euch für diese einfache, verleugnungsfreie oder verleugnungsarme, man kann selbst eine Kuhpotenz noch verleugnen, man kann alles verleugnen. Man kann selbst die Liebe von Leonardo DiCaprio verleugnen. Dann empfehle ich, dass man entweder eine Q1 nimmt oder eine LN6. Q1 oder LN6. Ein Kügelchen in einer Flasche 10% Alkohol aufgelöst. Fünfmal geschüttelt. Wir beginnen mit einem Tropfen täglich vom Handrücken ablecken. Wenn wir merken, das tut uns gut, dann können wir 2 Tropfen am Tag nehmen. 2x1 Tropfen. Wenn wir merken, es tut uns noch besser, dann nehmen wir 3x1 Tropfen. Wenn wir merken, boah, ey, dann nehmen wir 4x1 Tropfen. Hahnemann macht es, so steht es im Organon, mit Löffeln. Aber Tropfen haben wir rausgekriegt, ist ähnlich. Und wenn ihr aber trotz dieser hochverfeinerten Arzneistruktur, von der Hahnemann sagt, dass sie generell eigentlich verschlimmerungsfrei ist, man nimmt an, dass seine Frau Melanie diese Kuhpotenzen entwickelt hat, weil die hatte einfach die Schnauze voll von den Verschlimmerungen oder Verleugnungen, die es auf C-Potenzen gab. Weil es gibt ja viele Homöopathen, die sehr sadistisch sind. Und es gibt so Beschreibungen von James Taylor Kent, der Faschist, Antisemit und Schwulenhasser war und ein angeblich der größte Homöopath überhaupt, der noch fest davon überzeugt war, vom Onanieren wird das Rückenmark kürzer. Mein erster Homöopathielehrer war Kentianer und der hat es echt verbraten. Und ich saß da im Kurs, hatte kurz vorher masturbiert und sagte, Herr Neumann, ich kann aber noch sprechen. Also da kann was nicht dran stimmen. Und ich hatte ja gerade damals meinen Wilhelm Reich studiert und der behauptet nur genau das Gegenteil. Ja? Also wenn man es so macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Verleugnung gegen die Wirkung hochfährt, schon mal fast bei null. Wenn man aber trotzdem Verleugnung und bei Vamos sagt, Verschlimmerung ist immer Verleugnung, weil Gnade kann nicht verschlimmern. Man kann nur die Gnade aus Angst vor dem, was passiert, wenn man ganz in der Gnade ist. Wir erinnern uns an das Gedicht, was Nelson Mandela vorgelesen hat, unsere größte Angst ist die vor unserem Leuchten. Nicht vor der Qual, nicht vom Hunger, sondern vor unserem Leuchten. Dann kann man mit ganz einfachen kleinen Tricks die Verleugnung aushebeln, indem man das Mittel verdünnt. Hahnemann sagt, das rechte Mittel in der genügend verkleinerten Form heilt immer ohne zu verschlimmern. Jede Verschlimmerung ist eine Verleugnung. Das heißt, wenn ich diese Q1 oder LN6 nehme, und irgendwas wird schlimmer, dann nehme ich ein Glas Wasser, mache da einen Tropfen rein, rühre 2x um, kipp das Glas Wasser aus, lasse es wieder voll, es bleibt am Rand ein Tropfen kleben, rühre wieder 2x um und trinke davon einen Schluck. Wenn ich davon immer noch Verschlimmerung kriege, ich nenne sie jetzt mal so, dann verdünne ich ins 4. Glas. Wenn ich davon immer noch Verschlimmerung kriege, verdünne ich ins 6. Glas. Habe ich noch nie erlebt, dass man das muss, aber theoretisch könnte das ja sein, bei jemandem, der also auf keinen Fall ins Licht will, weil er so viel Angst hat davor. Also wenn man diese Anweisung Hahnemanns befolgt, gibt es eigentlich keine Verleugnungsreaktion. Ich habe 3 Videos über den Umgang mit Verleugnung, findet ihr bei YouTube, über
Verschlimmerung bei Q-Potenzen und Verschlimmerung bei C-Potenzen. Wer eine C-Potenz genommen hat und es geht ihm da nicht gut mit, kann auch die Verleugnung, die er auf die Heilwirkung dieser C-Potenz hat, aushebeln, indem er auf die griechische Methode umsteigt. Das bedeutet, du hast was für eine Potenz genommen? C200. Und du verleugnest die Heilwirkung dieser C200. Ich will mich nicht befreien. Ich will noch ein bisschen Tabor bleiben und nicht Davor werden. So, Scherz. Was machst du? Du nimmst einen Tropfen dieser C200, packst die in eine Flasche mit Wasser, schüttelst 10-mal und trinkst 2-mal täglich die Hälfte der Flasche aus, lässt sie wieder voll Wasser, schüttelst 10-mal täglich, trinkst sie zur Hälfte aus, lässt sie wieder voll, schüttelst 10-mal täglich. Davon verschwinden bei C-Potenzen umgehend die Verleugnungsreaktionen. Und wenn das gar nicht helfen sollte, das sollte man dann aber nur in Absprache mit dem Behandler machen, so hat es Vitulkas gemacht, 200 gegeben, Verschlimmerung, 1000 drauf. 1000 immer noch Verschlimmerung, 10.000 drauf. Wobei diese Methode, die wir die griechische nennen, ist eleganter und noch wirkungsvoller. Also wenn ich ein Mittel nehme und es passiert irgendetwas außer Heilung, dann ist der erste Schritt, immer dieses Mittel zu verdünnen. Immer. Und nicht ein Mittel zu wechseln. Das machen wir erst, wenn wir wirklich gemerkt haben, mit dem Verdünnen klappt es nicht. Und dann geben wir Mittel nach Gino. Haben die jetzt alle schon die PDF mit Gino? Haben sie alle. Super. Was in der Rubrik steht, Staphysagria schlechter. Also du nimmst jetzt Staphysagria, verdünnst es griechisch und trotzdem geht es dir nicht besser. Dann muss man dir ein Mittel suchen aus der Gino-Rubrik Staphysagria schlechter. Aber das machen wir erst, wenn wir diesen Verdünnungsschritt probiert haben. Und wenn man das so befolgt, so wie Hahnemann es im Organon schreibt, ist man auf der sicheren Seite. Dieser Hochpotenzwahn, und jetzt gebe ich noch eine 100.000 und jetzt muss und dann kollabieren sie für 4 Wochen, ist eigentlich ein Ausdruck von Heilungsverleugnung. Warum soll man es nicht so machen wie der Meister? Warum soll man es nicht so machen wie der Meister? Der hat damit gute Erfahrungen gehabt. Was gibt es für einen Grund, es anders zu machen? Eigentlich nur, wir wollen nicht so heilen wie der Meister. Wir wollen auch nicht so erfolgreich sein wie der Meister. Wollen wir nicht. Weil wir Angst davor haben, der berühmteste Arzt oder Heilpraktiker der Welt zu werden. Der er ja wahrscheinlich war. Ist es allgemein verständlich? Bitte? Du hast ein Mittel genommen? Ja. Welche Potenz darf ich wissen? C30. Du löst dieses Kügelchen auf in irgendeiner Wasserflasche, schüttelst 10-mal, trinkst die Hälfte, füllst auf, schüttelst 10-mal. So lange, bis die Verschlimmerung vorbei ist. Aber bitte nicht, wenn du einen Therapeuten hast, dann bitte den kontaktieren. Sonst kriegt Krüger Ärger. Erinnere mich nochmal dran, in der Pause, auch für den Videokurs. Ich stelle euch nochmal diese Linksammlung auf meine Seite. Könntest du sie dann in den Verteilen? Ich schicke sie dann. Sie schickt sie rum. Da gibt es einmal, was ist eine Verschlimmerung? Erklärung nach Vaivamos. Und dann gibt es Umgang mit Verschlimmerung bei Q-Potenzen und Umgang mit Verschlimmerung bei C-Potenzen. Das kriegen alle meine Patienten mit nach Hause. Dass die, selbst wenn die mich mal nicht erreichen, sofort wissen, was zu tun ist. Bitte. Ich habe noch eine Frage, und zwar, was würde denn dagegen sprechen, wenn er jetzt die C200 genommen hat und es hilft nicht, einfach auf die Q-Potenz umzusteigen? Warum? Um die was? Einfach auf die Q-Potenz oder LM-Potenz umzusteigen. Also warum jetzt lieber das... Weil sich das nicht bewährt hat. Es hat sich bewährt, wenn man dann bei dieser Potenz bleibt und diese Verkleinerungsmethode anwendet. Es empfiehlt sich, von Anfang an mit Q oder LM-Potenzen anzufangen. Gerade für den Anfänger empfiehlt.